Was ist Gleichheit? Was ist Gerechtigkeit? Und was kann jeder Einzelne dagegen tun? Gleichheit und Gerechtigkeit, darum geht's. Folgende Situation. Mein Nachbar haut meinem Sohn völlig grundlos eine rein. Wir sehen es hier bildhaft dargestellt in diesem Piktogramm. Der Nachbar vermöbelt meinen Junior, so geht es natürlich nicht. Um auf der Stelle für Gerechtigkeit zu sorgen, gibt es mich nur eine Möglichkeit. Ich hau dem Nachbarn eine rein. Auch das haben wir hier hübsch bildhaft umgesetzt. Der Nachbar haut meinen Junior, daraufhin hau ich den Nachbarn. Das erscheint nur gerecht, aber ist es auch gleich. Stellen wir die beiden Vorgänge deswegen einmal direkt nebeneinander. Und wir sehen, ein Großer schlägt einen Kleinen, daraufhin schlägt ein Großer einen Großen. Gerecht mag das sein, gleich ist es nicht. Nach dem Gleichheitsprinzip müssen wir folgendermaßen vorgehen. Der Nachbar haut meinem Sohn einen rein, daraufhin hau ich den Sohn vom Nachbarn rein. Sehen Sie, jetzt ist es gleich. Jetzt ist es gleich, weil in beiden Fällen hat jeweils ein Sohn vom Nachbarn es auf die Mütze gekriegt. Gerecht ist es, den Nachbarn zu vermöbeln, gleich ist es, wenn der Bub eins aufs Haupt kriegt. Also wenn Sie Gleichheit und Gerechtigkeit wollen, endet es immer in einer Massenschlägerei. Aber was ich an diesem Modell insgesamt enttäuscht ist, es kommen halt nur Männer drin vor. Deswegen machen wir das Ganze jetzt nochmal unter einem eher femininen Aspekt. Die Nachbarin haut meiner Tochter eine rein, daraufhin haut meine Frau der Nachbarstochter eine rein. Jetzt ist es wunderbar geschlechtergerecht. Was nicht geht, ist so eine Geschlechterdurchmischung. Der Nachbar haut meinem Sohn eine rein, daraufhin hau ich der Nachbarin eine. Das geht überhaupt nicht. Weil prinzipiell gilt, Männer sollen Frauen niemals schlagen. Hier nochmal zur Verdeutlichung, dass es auch wirklich klar wird. Was aber insgesamt gesellschaftlich toleriert wird, ist dieses Modell hier. Und natürlich der Klassiker,